Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Detroit Become Human, die zweite Staffel. Und jetzt sind wir es erstmal bei Amanda. Gelle, so, wir gehen wieder unsere Runde. Wie in der letzten Staffel tun wir das mit dem mysteriösen Stein. Was, warum? Weil dies, das kriegen wir das noch raus. Ein bekämste Krise. Vielleicht, wenn ich ein guter Android bin, dann passiert hier irgendwas. I don't know. Okay. Amanda ist diesmal in der Mitte. Ist das schick hier. So, wir wollen ja ihr... Wir sind bei ihr nicht ehrlich. Wir wollen raus... Zeug rauslocken. Ach, ihr wisst schon. Informationen. Wollen mehr erfahren. Und das werden wir mal sehen, wie wir das jetzt hier hinkriegen, gell? Letzte Folge, ja, war bloß auf dem Schrottplatz. Ein Kapitel. Weil da bin ich ein bisschen rumgelaufen. Ich wollte halt gucken, ob ich noch irgendwas entdecke, was man da freischalten kann. Es gab ja noch was, wie wir gesehen haben, aber... Diesmal brauchte ich niemanden umbringen, quasi. Alter, ist kein Grab. Da ist eine Nixe. Weil wir nicht gestorben sind. Ei, wie cool. Ich dachte, da wäre ein Steinmensch oder irgendwas. Nö, gar nicht. Da ist nix. Cool. Coolio. Oh, schöne Bäume. Hatte ich letztes Mal bestimmt schon gesagt. So. Jetzt müssen wir uns wieder... So, ich muss mich vorbereiten, Mensch. Ich muss Kaltkühe an computertechnisch Dingens... Das müssen wir jetzt... Jetzt müssen wir... Aber hier, ne? Das machen wir jetzt ganz gekühlt und so. Ihr wisst. Wir schaffen das. Irgendwas ist mit dir. Hallo, Amanda. Connor, schön, dich zu sehen. Herzlichen Glückwunsch, Connor. Diesen Abweichler zu finden war nicht einfach. Und deine Art der Befragung war ausgesprochen klug. Du warst bemerkenswert effizient, Connor. Danke, Amanda. Wir baten das DPD, ihn für weitere Studien herzuschicken. Vielleicht erfahren wir so, was passiert ist. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Er zeigte alle Symptome der Abweichung. Kognitive Instabilität, unberechenbares Verhalten und die Nachahmung menschlicher Emotionen. Er hatte sogar Angst zu sterben. Das Modell war eindeutig defekt. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Ich würde sagen, er ist dysfunktional. Er hat offensichtlich persönliche Probleme, die sich stark auf seinen Beruf auswirken und... hat anscheinend kein Interesse an der Untersuchung. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich passe mich seiner Persönlichkeit an. Es dient dem Interesse Scheiße. Der Untersuchung, dass ich Konflikte vermeide und mich auf seine Verhaltensweise einstelle. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Scheiße. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Ah, fuck. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp.
doch immer nach unten. Scheiße. Scheiße. Hier hatten wir uns letztens schon umgeguckt, ne? Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Du hast sicher einen Schock. Die Lage in der Arktis spitzt sich weiter zu. Seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Klar. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, ja, das kennen wir schon. Die doch bei keiner der beiden Parteien zu Schäden führten. Dennis Riggs, der Verteidigungsminister, sprach von einer nicht hinnehmbaren Provokation, die eine Das kennen wir ja schon noch, vielleicht, Die angrenzenden Länder, insbesondere Schweden und Kanada, forderten den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keinerlei Reaktion aus Moskau oder Washington. Wir informieren Sie im Minutentakt über die aktuellen Entwicklungen. Naja. Nur Bekloppte. So. Mit der hatten wir schon gequatscht, ne? Ja. Ich bin auf der Suche nach Lieutenant Andersons Platz. Der Schreibtisch da drüben. Ah, ich will nicht rumschnüffeln, das ist scheiße, oder? So, mal probieren. Was Neues? Das ist ja der Robotererziehung. Was? Drei Gesetze der Robotererziehung. Familienleben war niemals leichter. Seit man seine Kinderbaureihe herausbrachte, war die Öffentlichkeit skeptisch, eine Familie zu kaufen. Jetzt ist die Kollektion einer von Cyberland Bestellern. Doch ist das eine Überraschung. Was? Ach, von einer von Cyberland Bestellern. Mensch. Anpassbar, LED abnehmbar, kein Hunger, kein teure Betreuung, keine neuen Kleider und nicht zu vergessen, keine schmutzigen Windeln. Das perfekte Kind ist nur einen Klick entfernt. Sämtliche Bedürfnisse können durch einen Tastendruck gestoppt werden. Ein Kinderspiel, diese stressfreie Lösung für karriereorientierte Eltern. Eltern, die keine eigenen Kinder bekommen können oder gerne wieder ein Kind zu Hause hätten. Okay. Bei einer Arbeitslosenquote von 37 scheint mir für ein Kind, dass das Teenagerjahre auslässt und kein College-Gebühren kostet im Vergleich zu über 17 Jahren eine gute Investition zu sein. Und man geht keine lebenslange Verpflichtung ein, aber Soziologen Marion argumentiert, dass diese Androiden dazu führen, dass zu einer Zeit mit einer bereits zu niedrigen Geburtsrate immer weniger Eltern Kinder bekämen. Dies führe zu einem sogenannten Baby-Teufelskreis. Jason Graff, Leiter der Humanisierung bei Cyberline, tut dies behaupten als übliche Widerstand gegen neue Ideen ab und nennt die neue Androiden einen Triumph der Humanisierung, okay? Scheiße, mal. Ah! Sind das wieder bloß zwei, ne? Ja. Ivanov sagt, nee, Russland-Präsident antwortet auch von uns. Weltbevölkerung erreicht 10 Milliarden. Russland-Präsident antwortet auf Präsident Forderung, dass russische Truppen aus bla 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 bla, okay. Der Kreml veröffentlicht eine die Erklärung, die Russlands Anspruch auf das der Turm erläutert werden, bla bla bla, USA und konventionell gebunden, bla bla bla. Alles klar. Entschuldigung, wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke.
Nein, ich wollte wieder rumlaufen. Naja, gut, dann nicht. Ja, dann machen wir das mal. Den Fall voran. Befrage den Abweichler, erfahre über Lieutenant Anderson. Suche seinen Schreibtisch, erkunde die Polizeistation. Ach ja, das waren die Robotermodelle. 35, okay. Irgendwas machen? Nee, ne? Es gibt noch was zum Freischalten, verdammt. Ich kann reingucken. Okay, der telefoniert. Captain Fowler. Ah. So, mal gucken, ob wir hier irgendwas machen können. Man wird mich zerstören. Ach, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Naja, der bringt aber ich kann nichts für dich tun. So und so. Ich weiß, dass du mir etwas verschweigst. Ich muss es wissen, bevor sie dich abholen kommen. Die Skulptur von dir. Erzähl mir mehr davon. Ich werde sterben. Ah. Scheiße. Öffnen die Zelle, schnell! Beeilung! Ich rufe Cyberlife an. Mach das sauber. Ich hätte jetzt eher neu nehmen müssen. Ah, fuck eh. Ach man, ich bin neugierig. Steig hier nochmal ein. Bis gleich. Man wird mich zerstören. Mitfühlend. Ach, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aber ich kann nichts für dich tun. Ich weiß, dass du mir etwas verschweigst. Ich muss es wissen, bevor sie dich abholen kommen. Sagt nix. Die drei, komm schon. Die Zeichen an der Wand. RA9. Was soll das bedeuten? Ich werde sterben. Ach, scheiße.
Das ist ja fies. Das ist so fies. Das wäre möglich. Zur Analyse deiner Biokomponenten. Sie müssen wissen, was passiert ist. Ich weiß, dass du mir etwas verschweigst. Ich muss es wissen, bevor sie dich abholen kommen. Was du gestern gesagt hast, die Wahrheit ist innen. Was soll das bedeuten? Ich werde sterben. So. Sei nicht albern. Natürlich will ich dich sehen. Baby, hör zu, ich kann nicht. Wir können ja analysieren. So, ich bin jetzt wieder zurück. Ich habe eine kleine Pause gemacht. Bestimmt fünfmal versucht. Schauen, asiatische Schische. Alles klar. Kalter Kaffee, Spuren von Koffein. Ist so, ne? Ja. Klassisch, Kalorien was. Cholesterin, alles klar. Anti-Androiden-Parolen. Okay. Trade Baseball, Baumwollnüssen, Polyester. Streichholz der Herkunft, Jimmy's Bar. Okay. Aber da. Haare, Hundehaare. Bernardino. Ah, sei Hunde. Wie niedlich. Red Eye Sondereinheit. 2007 abteilungsübergreifende Einheit verantwortlich für die Zerschlagung des Red Eyes. Dealerings. Ach, das Zeug. Ah, okay. Ah, cool. Haben die echte Schauspielerfotos genommen. Wie geil ist das denn? Good Chief. Na. Okay. Alter, wie geil ist das denn? Scheiße. Zerschlägt Red Eyes Dealerring mehr als 50 Festnahmen im ganzen Land. Detroits Gesetzeshüter haben der wachsenden Red-Eyes-Epidemie der Stadt einen massiven Schlag versetzt und etlichen namhafte Dealer und Lieferanten hinter Schloss und Riegel gebracht. Es wurden Betäubungsmittel im Wert von $500,000 beschlagnahmt. Detektiv Hank Anderson, ein junger, aber enorm talentierter Detective, soll maßgeblich am Erfolg dieser Operation beteiligt gewesen sein. Deren Planung Monate gedauert hat, der Polizeichef beschreibt die Arbeit von Detective Anderson und seine Kollegen als vorbildlich investigative Polizeiarbeit. Wie geil ist das denn? Detective Anderson zum Lieutenant befördert. Jüngster Lieutenant der Polizei in Detroit, Lieutenant Hank Anderson, war einer der renommiertesten Detectives der DPD der letzten Jahre. Er konnte einige bedeutende Festnahmen verzeichnen und war ein unentbehrliches Mitglied der Einheit. Captain Fowler sagte, dass die Förderung sei lange überfällig gewesen und beschrieb Anderson als einen der talentiertesten Polizisten, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Man vermutet, dass er neuer Lieutenant im Department schnell aufsteigen wird und er gilt bereits als Favorit für den Posten des Commissioners. Yeah.
Neue Rekordmenge Red Ice in Detroit beschlagnahmt. Fast eine Tonne Red Ice im Zuge einer langwierigen Ermittlung unter der Leitung von Lieutenant Anderson der Polizei Detroit im Frachtraum eines Schiffes gefunden. Okay. Ah, cool, das hatten wir letztens nie. Ach, 3. Februar 2028, vor 10 years ago. Ne, wann ist der geboren? 85, 15, 28, da war der ja noch relativ jung, ne? Sagen wir mal so. Relativ. Analyse abgeschlossen. Okay, das war's, können wir nicht irgendwas? Ach, aber cool. Ach, scheiße. Siehste, sag ich doch. Oh, scheiße. Hank! In mein Büro! Nee, wir lassen den. Wir gehen jetzt zum Dings, oder? Können wir überhaupt? Ach doch, der ist der bringt sich bestimmt sonst um. Also, quatsch nur mit ihm. Man wird mich zerstören. So, was machen wir jetzt? Gleichgültig, mitfühlend, kalt, aufrichtig. Na, hat man kalt, wir haben mitfühlend auf jeden Fall noch nie. Du bist nur eine Maschine. Das ist irrelevant. Ich weiß, dass du mir etwas verschweigst. Ich muss es wissen, bevor sie dich abholen kommen. Machen wir nochmal Skulptur oder nicht? Ich hatte es schon 5-mal durch jetzt. Oder R9. Ach, scheiße. Kennst du andere Abweichler? Gibt es viele von euch? Nein, was habe ich denn falsch gedrückt? Okay, bringt nichts. Egal. Ja, sie werden sich schön, wir kennen das. Scheiße! Ich werde sterben. Aber wir machen jetzt weiter. Ich habe jetzt bestimmt schon 4 Versuche, 5 Versuche. Noch mehr Versuche? Ach, Briefing anhören. Naja, jetzt kommt wieder diese Szene. Öffnen die Zelle, schnell! Beeilung! Ja, fuck. Ist bestimmt eine Variante, wo wir das verhindern können, aber... Ich ruf Cyberlife an. Mach das sauber. Okay, wir sehen mal nach Hank, da haben wir nicht das mit dem Typen. Mal sehen, wie das da abläuft. Ah. Okay, wir haben keine Konfrontation mit dem Typen. Mal sehen, wie das da abläuft. Okay. Alter, wie geil ist das denn? Sind wir jetzt konstruktiv, verständnisvoll, pragmatisch? Wollen wir doch erstmal zu dem... Ja, das muss man wahrscheinlich erledigen, solange ist der bestimmt. Ich will jetzt gucken, ob der Typ was anderes sagt. Na. Sieh mal da. Unser Freund, der Plastic Detective, ist wieder da. Herzlichen Glückwunsch für letzte Nacht. Sehr beeindruckend. Ah, bisschen anders.
Hallo, Detective Reed. Ja. Ja, wird doch zum Arsch, oder? Wie dich habe ich noch nie gesehen. Welches Modell? RK-800. Ich bin ein Prototyp. Ein Prototyp? Androiden-Detective. Also ersetzen uns jetzt Maschinen. Ist das so? Hey, bring mir einen Kaffee, Arschloch. Jetzt mach schon! Ich kann es nicht. Komm, wir ignorieren den. Ich hab was befohlen. Tut mir leid. Ich unterstehe lediglich Lieutenant Anderson. Oh, oh. Na, der bleibt noch, oder? Wäre Hank gestern nicht da gewesen, wärst du mit deinem Ungehorsam nicht durchgekommen. Halt dich von mir fern. Nächstes Mal kommst du nicht so leicht davon. Es bleibt ein Arschloch. Es bleibt ein Arschloch. Mehreren Quellen zufolge hat CyberKnife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Android-Hilfspolizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir baten CyberKnife um einen Kommentar, doch niemand wollte unsere Fragen beantworten. Ja, fuck. Das erste Buch einer künstlichen Intelligenz. Kennen wir schon, okay. Und sein Erfolg übertrifft alle Erwartungen. So. Jetzt gehen wir zu Hank. Das doch bleibt ein Arsch. Vielleicht hätten wir das ersparen können. Ach, scheiße. Aber ich wollte unbedingt gucken, ob sich da was geändert hat. Aber jetzt gucken wir erstmal Hauptsache verständnisvoll. Komm, wollen wir verständnisvoll? Wir hätten bestimmt hier irgendwas, wenn wir damit reingegangen wären, ne? Ey, ich wollte aber probieren, mal ohne reingehen. Mensch, das ist so... Ah! Baumdiagramme in meinem Kopf bauen sich auf. Wir bleiben erstmal konstruktiv. Es ist mir eine Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Wir werden sicher ein tolles Team. Wie dem auch sei. Ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Ich muss was freigeschalten haben. Ich hab da seinen Schreibtisch, aber jetzt läuft's flüssig. Das hätte ich mich so gefreut, wenn das bei der ersten Staffel funktioniert hätte. Ah, weil ich mit reingegangen bin, Dickster. Wäre ich mit reingegangen, wäre wahrscheinlich nicht so. Ah. Ah, fuck, was machen wir? Hund? Anti-Androiden, das kann auffallen, weil wenn man Hund, das sieht zu dir noch geschnüffelt aus. Baseball, hast du eine Kappe? Andrea. Ne, wir hauen das mal rein hier, komm. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben sie einen konkreten Grund, warum sie mich nicht mögen? Ja, es gibt einen. Jetzt habe ich Bank versammelt. Wir fragen mal nach Fowler. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Ich will nicht so tief bei dem rumwühlen. Mit der Arbeit anfangen, Uhrzeit. Warum Uhrzeit? Wir fragen den Mann nach Baseball. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Na, scheiße. Aha.
Hupsi. Ach komm, wir machen es durch, dann versemmeln wir es. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Na. Und ich versemmelte. Oh nein, doch. Er heißt Sumo. Na gut, da entstehen Positives. Ich will es nicht mit Hank versammeln. Scheiße. Komm, wir fangen mit Arbeit an. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Wird wahrscheinlich eine lange Folge, aber ich mach das nur zu Ende. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Vermisst. Okay. Verdächtig, warte mal, vermisst. Der Kläger berichtet, dass er Androiden immer zu Hause gelassen hat. Ich überfliege das jetzt bloß ein bisschen, ne? Weil das sind ja. Wir haben ja eine Analyse quasi. Okay. Verdächtiger. Der Kläger behauptet, er sei von einem Androiden angegriffen worden als Kellner bei der Restaurant Fast Kennedy. Okay. Wir kennen das ja, wir haben das ja eigentlich schon mal Kläger behauptet, ihr Androiden. Räume ein Haus verwüstet. Ach, das ist, siehste. Kläger, der Manager der Eden Club, berichtet vom unerklärlichen Verschwinden eines Sex-Androiden. Der Android verschwand, nachdem er einen Kunden zu seinem Haus begleitet hat und ist nie wieder. Das ist unsere North. Vernichtet. Leo Manfred wurde bewusstlos im Haus seines Vaters. Manfred gefunden. Laut Aussage der letzten gab es ein bewusstlos. Also ach, scheiße. Das ist Marcus zwischen seinem Sohn und dem Hausandroiden. Der Android ist ein Prototypmodell und der Nummer unbekannt und wurde vor Ort von der Polizeibeamten zerstört. Ja, wir haben ja geschubst in dieser Staffel. Scheiße. Kara, komm, dich krieg mal durch. Die Leiche des Opfers wurde von einem Freund gefunden, der das Opfer besuchen wollte. Er hat um 3 Uhr sofort den Notarzt gerufen, der einen Schussverletzung als Todesursache feststellt. Die Mordwaffe hat möglicherweise dem Opfer gehört. Sein Android wurde nicht am Tatort gefunden und ist der Hauptverdächtige. Carrot, ich krieg mal diese Staffel durch. Und wenn ich 5-mal das wiederholen muss. 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ich will wissen, was es ist. 400 hat gestern Abend offenbar einen Menschen ermordet. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Professionell, verständnisvoll, wir machen verständnisvoll. Ich verstehe, dass Sie persönliche Probleme haben, Lieutenant. Aber Sie müssen nach vorne schauen. Und hey, sprich nicht mit mir, als ob du mich kennst. Ich bin nicht dein Freund und brauche deinen Rat nicht, okay? Naja. Ich dachte, es geht um Androiden. Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Die Staffel also versaue ich. Mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant? Es tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl getötet hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Tja, das lief in der ersten Staffel besser mit Hank. Okay, naja. Immerhin.
Jo. Damit würde ich sagen, machen wir mal schnell Schluss hier, weil die Folge geht schon übelst lang. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt aufs Glöckchen. Und ansonsten sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge von Detroit Become Human Staffel 2. Und damit sagt der Michael Cooper, ciao, Lee.